Hallo, meine verehrten lesenden Fallenbauer und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, vielleicht gemütlichen Runde, The Forest. Was gibt es hier zu erzählen? Ja, wir wollten eigentlich noch heute ein paar Dinge erledigen. Und zwar hatte ich mir überlegt, dass wir vielleicht, also entweder wir besorgen uns noch wieder, machen ein bisschen Jagd heute, dass wir einfach mal auf Jagd gehen, versuchen uns ein paar von den Kannibalen zu schnappen, damit wir Knochen bekommen. Oder wir gehen heute halt in eine Höhle halt hinein. Tendenziell hätte ich zwar gesagt, wir gehen in die Höhle, weil es ein bisschen spannend bleibt, aber wir haben keine Ersatzrüstung mehr. Die ist uns jetzt ausgegangen. Also ist heute erstmal Jagd angesagt. Können wir vielleicht auch mal einen Teil der Insel gehen, wo wir noch nicht waren. Vielleicht noch mal ein bisschen was neu entdecken. Sag mal, habe ich jetzt schon alles weggefüttert? Naja, noch nicht ganz. Ich hätte jetzt nämlich keine Lust. Nein, du sollst da nicht draus trinken, mein Freund. Du sollst das essen. So, wenn das Wasser direkt da drin da ist. Nein, hör doch mal auf. Oh, jetzt haben wir unseren typischen FPS-Einbruch. Ja, ich krieg das nicht raus. Ich weiß nicht, ob das bei mir am System liegt, vom Spielen jetzt mit OBS. Ich habe das bisher nicht einmal rausgefunden. Es ist zumeist auch nur ein ganz kurzer Ruckler, als ob der sich kurz irgendwas einstellt und das war's. Dann. Genau, wir besorgen uns gleich einfach ein paar Pfeile. Nochmal, wir gehen nochmal ins Lager nach hinten, holen uns ein paar Pfeile. Und guck mal, wir haben jetzt ja in die Richtung ein Lager. In die Richtung haben wir ein Lager. In der Richtung waren wir noch nicht großartig gewesen. Ich würde sagen, wir gehen dann auch in die Richtung und werden sehen, was wir da zwischendrin noch finden. Sollte ich mir was zu essen mitnehmen? Ich glaube, ich sollte mir was zu essen mitnehmen. Ein bisschen trinken habe ich nämlich. Obwohl ich vielleicht unterwegs noch ein paar Blaubeeren finden könnte. Ah, nee, wir nehmen mal was zu essen mit. Hier werden wir auch noch weiter aufbauen, ne? Also wir werden noch weiter unsere Sachen aufbauen. Damit wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen da haben. So. Pass mal auf. Wir nehmen mal ein Fleisch, eine Echse mit. Ein Pilz kannst du von da oben nochmal wegschnabulieren, dass wir noch was haben. Oder ist hier noch was nachgewachsen? Nee, ist nicht. Gut, hier oben müsste ja aber nochmal ein paar Pilze stehen, oder? Oder sind die schon weg? Okay, wenn du mich so anguckst jetzt, das heißt, so Kategorie nimm ich mit. Wir brauchen das Essen halt leider. Also das ist schon das Problem, dass wir das Essen halt brauchen. Und wir da nicht von wegkommen. Ohne das Essen wäre, also wenn wir die nicht so erjagen müssten. So, du siehst nach gedörrt aus. Genau. Getrocknet. Ein dörriges Dörrfleisch. Und dann können wir gucken, ob wir noch ein paar Dörfer finden. Ob wir da vielleicht nochmal in den Dörfern nochmal ein paar Sachen finden. Wir brauchen wieder neue Seile, wir brauchen Soda. Ich glaube Medizin. Ne, Medizin haben wir noch ein bisschen was. Wir müssen genau mal ein Regal für Medizin aufbauen. Oh. Futter dich mal noch schnell voll, damit du das hast. Und da kommt die Tochter rein. Mir nichts, dir nichts. So, genau, da hatten wir aber auch schon was gemacht. Was ist das da? Keine Ahnung. Wir nehmen mal, die Stöcker brauchen wir nicht mehr. Pflanze entdeckt. Rehfälle brauchen wir leider noch. Hat mich entdeckt. Okay, erwischt haben wir es. Jetzt hinterher. Es rennt nämlich ein paar Meter. Okay, jetzt ist es nochmal hingestellt. Nein! Das war jetzt schlecht von mir. So, hopp. Pass. Nein, 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 nein. Nicht wegrennen. Nein! Ich hab doch getroffen. Oder liegt es daran, weil ich nicht den, den Kopf getroffen habe beim ersten Mal? Wenn ich den Hintern nur treffe, dann ist es schlecht. So, jetzt habe ich es. Oh. So, wir brauchen das Rehfell leider. Leute, das ist. Da bleibt mir nichts anderes übrig. So, Rehfell gesammelt. Weißt du, was ich gerade belege? Ich habe gerade vergessen, wir brauchen noch die Pfeile. Wir brauchen Pfeile. Wo war denn der Punkt? Wir sind schon, glaube ich, vorbei, ne? In die Richtung gehen. Das war auf unsere Basis hingerichtet.
Oh ne, wir sind, glaube ich, noch nicht angekommen. Okay, wir waren noch ein bisschen entfernt. Die sind giftig. Und bei hier? Sonnenhut. Oh, Sonnenhut ist auch. Was ist das da? Ach, ein Stein. Oder war das hier oben? Also meine Orientierung hier in dem Wald ist noch sehr schwierig, weil ich noch. Ah ne, das war, ja, Chicorée. Chicorée ist. Haben wir genug dabei. Da sind sie. Ich weiß das ungefähr, wo was ist, was in meiner Umgebung ist. Ich weiß aber noch nicht in weiterer Entfernung, wo was ist. Das ist leider bei mir das Problem. Oh, hier ist auch noch nicht nachgespawnt. Dabei ist jetzt ein bisschen. Aber die sind schon wieder nachgespawnt. Okay, das ist gut. Die brauchen wir auch. Was ist denn das jetzt? Okay, Pfeile haben wir jetzt alle, ja? Wir haben wieder 50 Pfeile. 50 Pfeile können wir tragen. Okay, das passt. Hier machen wir noch ein bisschen Geld mit. Ja, komm. Nee, können wir nicht. Wir haben ja unseren Topf dabei. So. Geld ist immer gut. Geld können wir verbrennen. Schon krass, ne? Was eigentlich Geld für uns in Wirklichkeit eigentlich nur ist, ist nur ein Papierlieferant. Eigentlich nur ein Papierlieferant. Wir gieren danach im Leben. Wenn du dich irgendwann mal in so einer Situation befindest, jetzt nicht unbedingt mit Monstern, Mutanten, Kannibalen, aber einfach, wenn du dich mal in so einer Situation befindest, bringt dir Geld gar nichts. Ist einfach so. Das hat keinen Sinn, keinen Zweck. Ist total egal. Warte mal. Muss mal kurz hier das Handy anschließen. So, die haben wir alle. Genau, die Ringelblume haben wir auch. Weil wir brauchen nochmal Aloe Vera. Ich habe letztens Aloe Vera leider verkocht. Deswegen habe ich keine mehr. Ich wollte mir nämlich daraus ja Medizin machen. Aber ja. Was? Wo? Wo denn? Ach da, Hilfe. Ja, ich sehe dich. Irgendwie, irgendwo, irgendwas. Und runter hier, runter, raus, raus, auf die Fläche. Boah. Beim Gequatsche erstmal. Ich brauche euch. Aber kommt ihr runter? Genau, kommt mal runter, kommt mal runter. Hier unten ist besserer Kampf für mich. Nee, komm mal weiter. Ihr sollt wirklich runterkommen. Nein, bleibt mal hier. Mist. Ja, nee. Huch, halt. So, ihr getroffen. Aber warten wir erstmal den einen schön, bis die eine Keule ein bisschen wegverbrannt. Mist. Leicht. So, weg. Warum wird es jetzt schon wieder Nacht? Ich bin doch gerade erst los. Hä? Okay, manchmal ist komisch, muss ich sagen. So. Eigentlich ist jetzt doof. Ich sehe gar nichts mehr. Schon wieder. Irgendwie ist der Tag-Nacht-Wechsel manchmal ganz komisch. Ich bin letztens ausgeloggt. Da war früher am Tag noch. Und jetzt ist schon wieder Nacht. Ich muss mehr auf die Umgebung achten, wann es Richtung Nacht geht. Ich bin jetzt schon wieder losgezogen und es ist verdammt Nacht. Das ist ätzend. Am besten ist, dass wir uns vielleicht einen Außenshelter machen. Also einen Außenplatz, wo wir gleich einfach nächtigen. Und wir uns dann schlafen legen. Warte mal. Hier, wir haben so ein provisorisches. Das packen wir uns jetzt hier einfach mal hin. Echt schlimm würde ich niemals hier schlafen, wenn ich weiß, dass hier überall irgendwelche. Oh, wir können doch nicht mal schlafen. Nein, mitten im Nirgendwo und wir können nicht schlafen. Ich hab doch. Also mit dem Nachtwechsel, das stört mich so ein bisschen. Kann doch nicht sein, dass es jedes Mal so stockfinster wird. Ich kann nichts machen. Ich kann echt nichts machen, weil ich sehe partout nichts. Achso, das sind die Knochen jetzt gewesen. So, pass mal auf. So, wir haben jetzt 12, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, nochmal. Ach, hau einfach rein hier, was du hast.
Geh einfach rein, was du hast. So, was haben wir hier noch? Fünf noch. Sehr schön. Aber haben schon mal ein bisschen was nachgerüstet wieder. Was könntest du mir hier nochmal was ganz Interessantes machen? Wir erhellen jetzt einfach mal die Zeit, wo wir hier einfach mal die jetzt nichts mehr machen können. Machen wir hier mal ein bisschen Licht rein. Jetzt haben wir hier so ein kleines Lichtchen. Jetzt sehen wir hier auch ein bisschen was. Und so, jetzt gucken wir mal. Wie lange brauchen wir denn noch bis zum Schlafen? Es dauert noch ein bisschen. Survival 9, da. Das nehmen wir. Ist mir ein bisschen doof, aber ich wollte eigentlich auch weiter in die Richtung rein. Ich wollte weiter da hinein und jetzt komme ich aber nicht, weil es verdammt nochmal hell ist und noch dunkel ist und noch nicht hell und Mist. Weiß gar nicht, vielleicht mache ich da gerade einer lang gelaufen. Also einer fehlt ja noch auf jeden Fall. Einer ist abgehauen. Geil ist ja, dass er den einfach mal schön mit seinem eigenen Molotow getroffen hat. Was mich nur verwundert ist, warum hatten die so viele von diesen Molotows-Cocktails? Also der hat ja boom, 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 boom. Gingerei ab. Da ist irgendein Feuer. Seht ihr das? Das ist ein Stern. Ich wünschte mir, nee, es könnte ein Stern sein. Ich wünschte mir manchmal so ein kleines Fernglas. Oder ein großes Fernglas. Dass wir uns damit ein bisschen absichern können. Komm, jetzt mach mal hin, ich will hier schlafen. Ich muss die Zeit rumkriegen. Ja, ich könnte das auch mit dem Schneiden machen, aber weißt du was, wir laufen einfach mal weiter. Wenn ich einmal noch mal ein Bett für zwischendurch. Wie viele Stöcke habe ich? Ich brauche 14 Stöcke. Jetzt habe ich leider noch 3 Stöcke. Ja, egal. Laufen wir mal ein bisschen weiter. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Wo sind wir eigentlich hier jetzt? Ach genau, wir sind hier hinten in dem Bereich, ne? Ja, 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 jetzt weiß ich ungefähr wo. Immer ein schönes Isolierband. Immer nur Stein. Ist auch nichts weiter. Hier können wir jetzt auch noch nicht schlafen. Genau, wir hätten es gar nicht aufbauen brauchen. Oh, weia. Ja, ja, ich sehe schon. Wir sind eh schon entdeckt. Der ist geil, der Typ mit seiner Lampe da auf dem Kopf. Wir brauchen Knochen. Aber ich will jetzt nicht schon wieder... Nee, 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 nee. Jetzt im Dunkeln, der Kampf ist schon immer eine Qual, wenn wir in den Höhlen sind. Ist das eigentlich so, wenn wir einen Bogen haben, einen besseren Bogen haben zum Beispiel, wir werden bestimmt auch einen besseren Bogen finden oder bauen können, kann man dann, sind die Schüsse dann stärker? Kann ich hier eigentlich noch irgendwas kombinieren? Ich kann mir nur Bogen mit Licht machen. Bogen mit Licht. Schade. Naja, da ruft schon wieder einer. Vielleicht brate ich mir heute das Fleisch, weil ich habe ja eh Fleisch dabei. Dann mache ich mir noch ein kleines Lagerfeuer. Und dann brate ich mir das Fleisch und kann mir dann für morgen ein einfaches Lagerfeuer. Guck mal, machen wir hier nur ein schönes, einfaches Lagerfeuer hin. Dann kann ich mir morgen früh nämlich noch ein schönes Fleisch braten. Das sehe ich gleich vorbei und dann passt das. Ey, hier draußen mitten am Strand und du musst halt aufpassen. Aber weißt du, irgendwie stelle ich mir ein bisschen heavy vor. Du legst dich dann hier rein, schläfst und da können wir mal mein Lagerfeuer trotzdem einfach an. Ich glaube, das müsste ja dann ein bisschen halten. Und hier nochmal ein bisschen Licht für euch. Ein bisschen mehr Licht. So, wir können schlafen. Machen wir auch gleich. Wir schlafen bis zum nächsten Tag. Dann sind die Sachen hier weg. Müssen wir neu sammeln. Alles okay. Jetzt machen wir hier nochmal das. Und dann braten wir uns mal 2 Fleischstücke hier. Den nicht, da. C und C. Aber du hast mir jetzt nicht das Getrocknete, ne? Genau, Getrocknete ist noch da. Können wir halt schön was gleich essen. Haben wir noch was zum Schnabulinsken. Ich hätte mir Wasser für. Aber wobei, weißt du was, wir können ja erstmal trinken. Haben wir noch 49, sind erstmal getrinkt. Wir brauchen noch wieder Alkohol. Wir müssen noch mehr Alkohol besorgen, damit wir Molotows bauen. Wir brauchen, müssen unsere Basis ein bisschen vergrößern. Das müssen wir auch mal machen. Wenn wir die Basis ein bisschen vergrößern, dann haben wir auch die Möglichkeit, da ein bisschen mehr was aufzubauen. Da können wir da ein paar Regale hinbauen für Medikamente, für Alkohol, für jeden Gedöns, was man bauen kann. Dann können wir ein paar Gärten aufbauen. Wir müssen nämlich eigentlich auch alle Overa anbauen. Ich wollte aber eigentlich mehr in die Richtung hinein. In die Richtung haben wir es ja schon, da waren wir schon, da waren wir aus einer Höhle rausgekommen. Ich wollte eigentlich mehr so quer durch, um mal auf die andere Seite zu kommen. Ich werde ja gleich schon wieder gestört. Ich fange gerade mal an und hast gleich die
schon wieder auf dem Hals. Deswegen gehe ich nicht in der Nacht hier raus. Ich habe keine Chance. Aber das. Wir brauchen noch wieder Blätter, damit wir auch so provisorische Sachen für zwischendurch dann haben. Deswegen, die nehmen wir auch gleich mal mit. Oh, Aloe Vera war das. Ja. Hier war immer Aloe Vera, ne? Aloe Vera. Aber ich weiß gar nicht. Ich erkenne die so genau auf dem Feld leider nicht. Wir brauchen Aloe Vera. Wir müssen auf jeden Fall dann noch da... Ich werde es auf jeden Fall so machen, dass wir die nächste Folge vielleicht wirklich mal anfangen, unsere Basis zu erweitern. Wenn wir da mal Möglichkeiten haben. Vielleicht dann auch irgendwie nochmal ein bisschen auch mehr Bausachen reinmachen. Bis jetzt habe ich Bauen sehr stiefmütterlich behandelt, muss ich sagen. Aber ich bin noch ein bisschen gebrandmarkt bei so einem Bauen. Fallout 4, geiles Spiel, einfach geiles Spiel. Hat mir wirklich Spaß gemacht, dieser Dings. Ich habe mich auch gefreut mit dem Bauen. Aber war für mich doch schon sehr verstörend. Hier ist ein See. Ist hier vielleicht ein bisschen was an Fischen? Ja, da ist ein Fisch. Mich erschrecken meine eigenen Schritte die ganze Zeit. Hier war irgendwas. Nee, ach, das Trinken nur. Warte mal, ich kann doch aber Wasser nehmen. Mitnehmen und ich glaube, das bleibt dann drinnen, ne? So, wenn ich jetzt das mache, ist ein Topf mit schmutzigem Wasser drinne. Topf mit schmutzigem Wasser. Okay. Dann machen wir mal weiter. Wir ziehen weiter. Wir ziehen weiter. Und das ohne Leiter. Oh, hier ist ein Kopf. Ah, ne, waren nur Klamotten. Oh. Die Dinger sind doch immer nur Klamotten. Hier haben wir ein Tuch. Tuch ist gut. Ein Tuch tut gut. So. Okay. In die Richtung, wo wir jetzt noch nichts aufgebaut haben, möchte ich gerne einfach mal. Hier war doch das Dorf gewesen, ne? Nee, hier ist... Doch, hier war dieses... Aloe Vera. Aloe Vera. Aloe Vera? Okay, hier ist Aloe Vera gewesen. Warte mal, warte mal. Aloe Vera ist gut, warte mal. Ich muss mal kurz was gucken. Da. Das packe ich mir mal jetzt hin. Hat nämlich den Bewandtnis. Warte mal, was haben wir denn für Farben? Genau, weiß. Weiße Farbe. Da, ich hoffe, ich merke mir das. Weiße Farbe, damit wir Aloe Vera suchen können. Weiße Farbe, da gibt es Aloe Vera. Vielleicht können wir uns das aber auch bald anbauen, weil wir jetzt ja auch Samen mitgenommen haben. Warte mal. Aloe Vera heißt, wir könnten doch... So, mit was können wir das machen? Gesundheitsmix ist mit der Ringelblume, ja? Sehr gut. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, und das ist jetzt ein Gesundheitsmix. Ja! Sehr schön. Wir werden immer besser, meine Freunde. Wir werden immer besser. Es dauert alles. Es tut mir auch leid. Also ich brauche hier wahrscheinlich länger als viele andere. Okay, es scheint was nachzuladen. Sprich, wir kommen jetzt in Bereiche, wo wir jetzt vorher noch nicht waren. Dadurch rendert er das irgendwie nach bei mir. Und dann braucht er immer einen Moment. Dann kann ich mich halt kurz mal abstellen und dann... Aber ich rushe auch hier wirklich durch. Oh, schon wieder. Das kommt, das ist MMO-Sprache wieder durch. Ich renne hier auch ziemlich über die Insel. Ist schon verstörend, war, weil das man eigentlich so aufnimmt. Weil früher viel MMO gespielt und dann hast du halt viel, ja, Sektor clearen, rushen, bursten. Weil du einfach das so ein bisschen mit aufnimmst. Kommt ja auch aus dem Englischen einfach alles mit hinein. Du packst das alles so mit hinein und das ist für dich dann so totale Normalität. Wir sind, ich glaube, nicht sehr weit gekommen. Sind wir im Kreis gelaufen? Wir hätten auch da einfach nur langlaufen können. Oh Gott, nein. Das ist schon wieder peinlich. Aber weißt du was, ich muss das lernen. Die Insel muss ich so lernen. Nein, 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 nein. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen.
So, ist das ein Pelz? Oh nein, Eichhörnchen geben keinen Pelz. Es tut mir leid, mein Kleiner. Es tut mir leid. Also ist doch wirklich nur der Waschbär. Also ist es wirklich der Waschbärpelz. Es tut mir leid. Entschuldigung. Okay, da jage ich nie wieder. Eichhörnchen sind so süß. Ich sehe so oft welche bei uns. Liebt die Tierchen. Das ist eigentlich auch voll süß. So ein Varan, also so ein kleiner Varan hat schon was, aber... Also wenn du nicht unbedingt überleben müsstest, weißt du? Was mich aber auch wundert, ist wirklich nicht viele Möglichkeiten hier weil hier sind doch schon fast abgestürzt, so viele, dass du hier vielleicht so mal, was cool wäre, so du findest so eine Kartoffelsaat oder irgendwie sowas. Weißt du, wie ich meine? Du läufst so lang und, oh hier, guck mal, da ist eine Kartoffelsaat. Oh, das baue ich mir mal an. Jetzt kann ich von Kartoffeln, von Töftöfs leben. Hier sind ja scheinbar schon mehrere abgestürzt. Also bei den Leichen, die wir da schon gesehen und gefunden haben, kannst du mir nicht erzählen, dass hier nur ein Flugzeug abgestürzt ist. Irgendjemand muss doch so ein bisschen kartoffeliges Kartoffel dabei haben. So, wir begeben uns auf neue Gebiete. Nein, das sind alte Gebiete. Wobei, wir hier den Weg, doch sind wir schon zurückgelaufen. Wir laufen einfach da weiter lang. Da gehen wir mal nach da hinten. Und da bauen wir uns eine Basis auf. Genau, wir bauen uns da hinten eine neue Basis auf. Wieder ein Außenposten. Hey, warum habe ich denn da hinten was? Da habe ich auch eine Basis. Ist es da das Dorf? Dann bauen wir uns da eine Basis auf. Ja. Da ist so ein kleines Dorf. Da will ich hin. Minium, du musst aber aufpassen, bitte, dass du hier jetzt kein Krokodok erwischt. Das brauchen wir jetzt nicht. Oh. Mist. Schwimmste, Schwimmski. Du bist jetzt aber nicht Mr. Kroko, ich verwandle mich dann gleich in einen Riesenkroko. So. Das Gute ist, die Eidechsen sind nochmal gesondertes Fleisch. Werden dann nicht als normales Fleisch mit nur reingepackt, sondern sind dann gesondert. So, pass mal auf. Getrocknet, das haben wir da. Und wir genießen auf jeden Fall nochmal was zu trinken. Reicht aber nicht, ne? Da können wir später noch ein kleines Fleisch braten, wenn wir dann uns einen Außenpunkt errichtet haben. Da ist ein Pfefferchen. Pfefferchen brauchen wir. Wir brauchen Stoff. Genau, danke. Isolierband ist auch ganz gut. Stoff und Isolierband sind immer sehr wichtige Sachen. So, hier hoch. Okay, wir waren in dem Bereich schon. Ich bin mir sicher, dass wir hier schon waren. Nee. Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht mehr, ob wir hier schon waren. Ich habe auch nur einen Fisch bis jetzt geangelt. Ne? Wir könnten noch mal hier noch mal einen Fisch nehmen. Da. Und noch irgendwo einen. Da. Sehr schön. So, wir haben drei Fische. Sonnenhut noch mal gesammelt. Ich glaube aber, wir werden auch draußen wieder, uns hier einen Hochbau errichten. Das ist, glaube ich, besser. Ne, die habe ich schon. Was wieder neu bräuchten, wären Ringelblumen. Wir bauen uns auf jeden Fall, schönes Baumhaus. Vielleicht diesmal das andere. Wir haben jetzt das eine genommen, jetzt können wir jetzt das andere. Wir haben jetzt das Alpine ja einmal gehabt. Jetzt würde ich mir das andere einmal aufbauen. Wäre eine Möglichkeit. Oder hier so auf der Insel drauf? Nee, ich will nichts so, was so leicht angreifbar ist. Also Außenposten sollen nicht so angreifbar sein, bin ich der Meinung. Dann machen wir es ein bisschen anders. Ich will aber erstmal gucken, eine ordentliche Stelle, wo wir uns hinbringen. Eine ordentliche Stelle mit der Welle. Wo sind wir jetzt? Gibt es hier aber bestimmt auch noch mal ein paar Höhlen, wo wir dann rein können. Ich weiß halt wirklich überhaupt nicht, wo irgendwas ist. Moment, gleich wieder da. So, und weiter geht's. Hier habe ich doch ein Dorf gesehen. Bin ich mir sicher. Hier habe ich doch ein Dorf gesehen. Hä? Ich habe doch hier vorhin Bauten gesehen. Oder weiter oben. Oder weiter unten. Nee, wir sind glaube ich noch gar nicht da. Wieder auf der Ferne. Wie du auf der Ferne wieder das alles verkennen kannst. Ist schon heftig. Okay, wir sind aber jetzt auf einem anderen Ausläufer mittlerweile. Ist ein anderer Ausläufer von der Insel jetzt. Wir sind jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen weiter weggekommen.
Das ist auch ganz gut. Wir müssen uns aber auf jeden Fall wieder an Außenposten errichten. Also ich würde mir immer mit Außenposten arbeiten. Weil wir auf jeden Fall wegen der Dunkelheit einfach nicht die Möglichkeit haben, uns die ganze Zeit, hier ist mal wirklich ein Außenposten. Oh ja. Was war das? Das war gut. Ja. Zweites Wildschwein. Problem, wir verlieren jetzt ein bisschen Fleisch. Ich kann nicht alles mitnehmen, aber ist egal. Wir brauchen heute wieder was zu essen. Okay, hat er doch mitgenommen. Wo sind wir denn? Ah, okay. Da hinten geht's dann ins... Wir sind aber trotzdem noch recht stark im Norden. Aber hier war auch nochmal ein Wildschwein. Was wichtig ist, wir brauchen die Wildschweine. Ne? Wir haben jetzt 2 Wildschweine, 5 Rehe. Wir brauchen noch ein Rehfell. Ein Rehfell, noch 2 Wildschweine. Und den Waschbären, wie auch immer ich den kriegen soll. Wäre eigentlich gut, hier außen den Außenposten hinzusetzen, oder? Hier Außenposten. Nur ein paar Bäume. Sind wir auch sehr weit draußen. Hier ist sogar eine Wasserquelle. Wäre jetzt hier wirklich was... okay, ist eine Wasserquelle, die aber scheinbar salzig ist. Oder ich habe keine Ahnung. Ich kann hier nichts machen. Boah, ist eigentlich eine gute Position, um sich niederzulassen. Wir sind sehr weit außen und haben von hier aus nochmal eine Möglichkeit. Oder weiter da rein. Ich suche jetzt eigentlich gerade nur noch eine Möglichkeit, wo wir dann... Oh, guck mal, hier hast du sogar Bärchen. Sehr gut. Essen aus der Natur, ohne gleich jemanden noch wegzutöten. Ich würde auch gar nicht den töten eigentlich am liebsten, aber... So, warte mal, dann machen wir doch. Wir gehen hier hin. Wir gehen hier hin. Und eigentlich müssten wir auch mal noch so ein Boot bauen, ne? Also müssten wir doch mal ein bisschen ans Wasser ran. So. Aber kann ich da... Wobei, da könnte man bestimmt gut drinnen was aufbauen, ne? So. Bauen wir uns dann auf. So eine einzelne in der Nähe hier so, ne? So wäre doch gut. So, und was brauchst du jetzt? Du brauchst 35. Ja, dann würde ich sagen, der Rest der Folge ist Holzhacken, Holzhacken, Holzhacken. Wollen wir uns ein Lock-Dings machen hier oben? Eigentlich gut, wa? Wenn wir jetzt hier noch so ein Baumstammschlitten. Mir fehlt wahrscheinlich ein Holzstück, ein Baum hier. Ja, war klar. Und dann machen wir hackhackig und dann glaube ich sind es 3-mal füllen. Und dann sind wir fertig und dann haben wir hier unten auch nochmal einen Außenposten. Dann machen wir da oben Feuerchen rein, dann machen wir da oben was zum Trocknen rein. Ein Trockengestell, sodass wir immer die Möglichkeiten haben, wenn wir da ankommen, dass wir uns gleich sichern. Dass wir gleich sagen, hup, hier, wir sind da, wir können gleich uns essen, trinken, fertig. Das ist ja hier jetzt ein kleines Seechen. Ja, hier können wir dann, passt. Immer ein bisschen See und so in der Nähe, das ist wichtig. So, ja, schiebe ich mir hier hin. Und dann bauen wir die Bäumchen ab und dann hoffen wir mal, dass alles funktioniert. Oh, dann fangen wir mal an. Hoffen wir nur, dass wir ungestört das einfach noch zu Ende arbeiten können. Dann bauen wir das halt auf. Dann machen wir wieder so eine komplette Sicherung drumherum. Und dann sehen wir weiter, würde ich sagen. Also es ist das Sinnvollste. Alles andere lohnt sich gar nicht. Wir müssen dann auf jeden Fall jede Außenposten, also wir machen dann noch, ich sag mal, wenn wir 3 Außenposten haben, ist eigentlich okay. Mit 3 Außenposten können wir eigentlich gut arbeiten. Wir haben jetzt hier den Außenposten. Ich glaube, bei Rot ist der andere Außenposten. Nee, das ist der Außenposten, ne? Und dann machen wir nochmal einen, genau, wir machen nochmal einen dann im kalten Norden dann später. Wenn wir dafür gewappnet sind. Dann gehen wir in den Norden und machen da auch nochmal einen Außenposten. Mit Feuerschienen und KKG. Und müssen wir nur gucken, wie wir den dann bauen. Das war dann wirklich von jedem Bereich was haben.
dass wir uns wirklich auch nicht dann festlegen, ja, wir können nur dahin und haben keine Möglichkeit, sondern kann ich auch zur Not mal sagen, ich mache wenn wir ein bisschen vorangeschrittener sind, ein bisschen fester sind, ich reise schnell zum Außenposten nach draußen und wir starten dann die Folge am Außenposten und ich werde mich dann halt einfach nur durchschleichen. Wäre noch eine Möglichkeit. Also ich finde, da habe ich mehr Optionen dann einfach. So muss ich ja immer von unserer Basis aus starten. Und es bringt uns auch nicht viel. Weil das war ja auch ein bisschen eingeschränkt. Ja, ich beute dich ein bisschen aus, mein Kleiner, ich weiß. Aber muss sein, muss sein. Ich würde gerne das wirklich heute noch einfach mal fertigstellen. Wäre wirklich fantastico. Mann, lässt du das jetzt mal? Macht aber auch immer noch tierisch Spaß. Aber ich hoffe wirklich, dass auf jeden Fall noch ein paar schöne Änderungen mit hineinkommen ins nächste Spiel. Würde mich schon irgendwie freuen. Aber ich kann da auch nichts zu sagen, denn ich wüsste nicht, was da geändert werden müsste. Also ich bin da nicht so der Spezialist drin. Ja, auf jeden Fall muss auf jeden Fall von den Tieren her, muss ich sagen, Möglichkeit, was mir gefallen würde, wäre auch mal von dem Tierischen ein bisschen wegzukommen. Würde mir gefallen. Das wäre eine schöne Sache. Das wäre ganz cool und alles andere kann man ja noch sehen. Oh, ich finde das schön groß hier. Das Alpine hat so dein Flair, weil du von außen ein bisschen stehst. Da hast du so deinen kleinen Balkon. Aber hier hast du halt so, genau, zwei Fuhren noch. Wir sammeln Holz und bauen Haus. Das ist doch was raus. Ich sammle manchmal einfach nur. Muss man schon sammeln. Einfach ignorieren. Das kommt daher. Ist nicht schlimm. Genau, dann brauchen wir ein Trockengestell gleich oben. Also ich baue mal das Trockengestell rein, Lagerfeuer rein. Außerdem, wir müssten es doch, wenn wir so durch die Gegend ziehen. Wir waren jetzt eine ganze Weile ja bei uns da in der Nähe. Weil wir jetzt ja die Position so stark gewechselt haben, dürften die ja erstmal nicht wissen, wo wir stehen. Da müssen uns doch erstmal die Speer wieder entdecken, bevor die dann sagen, weißt du was, wir nehmen das hier gleich einmal rein. Verteilt sich ja immer so lang. Oh, das ist doch eine Ringelblume, ne? Ne, das ist Sonnenhut. Das Schöne ist, dass wir uns so wirklich langsam festigen. Wir haben Medikamente. Wir haben jetzt einen Spot, wo wir Aloe Vera finden. Das war der weiße Spot, der irgendwo da hinten liegt. Wir haben Aloe Vera gefunden. Und ich habe sogar Tiere gefunden. Wir haben ja sogar Essen. Essen ist auch da. Sehr schön. Wir haben Essen, wir haben Tiere. Ja, Tiere und Essen ist das Gleiche. Nein, eigentlich nicht. Tiere sind Tiere. Es muss nicht unbedingt Essen sein. Manchmal ist es ein bisschen blöd. Tiere, Essen, Wasser. Weit außen. Gute Aussicht in dem Sinne. Eine gute Aussicht, die wir nutzen können. In den Giftpfeilen müsste ich mir mal noch ein paar Gedanken machen, ne? Warum mache ich denn nicht Giftpfeile eigentlich? Feuerpfeile sind auch ganz cool. Aber ein paar Giftpfeile wären auch... Ich wünschte mir, dass ich die ein bisschen besser durchsortieren könnte. Genau, das wäre zum Beispiel ein guter Punkt, den man noch neu machen und besser machen könnte. Dass ich mir meine Pfeile durchsortieren kann. Jo, wir haben jetzt Giftpfeile, wir haben jetzt Feuerpfeile und wir haben normale Pfeile dann. So, weißt du, wie ich meine? Nee, den brauche ich. Oh, wir brauchen noch eine Fuhre und es wird schon wieder dunkel. Ich sage, der Tag-Nacht-Wechsel ist hier immer sehr schnell. Kann man das irgendwie abändern? Kann ich irgendwie sagen, dass das ein bisschen mehr Tag bleibt oder sowas? Weil ich finde den ja doch schon arg schnell. Also wirklich schnell. Muss ich ja mal sagen. Wir waren jetzt auch nicht so lange unterwegs eigentlich. Also wir machen auf jeden Fall jetzt Außenposten 2 muss noch stehen. Wir werden uns auf jeden Fall auch so ein kleines Lämpchen reinbauen, dass wir doch noch ein bisschen Licht haben. Klar, wir sind dann wieder schneller ersichtlich. Licht heißt, dass man uns auch dann schneller sehen kann. Aber das ist mir irrelevant. Wo ist mein Ding da? Ich glaube, das war jetzt Fuhre Nummer 2. Sehr schön. So was, du hast jetzt doch eigentlich schon genügend Hunger, dass du nochmal dein rohes. Getrocknet. Essen.
Und Wasser. Tut mir leid, es wird jetzt noch mal eine kleine Runde mit Dunkelheit, da wir uns jetzt einfach nur noch das Holz zusammensammeln, um dann anschließend das Haus da fertig zu machen. Dann gehen wir hoch, machen unser Lagerfeuer da rein, machen den Trockenständer. Vielleicht können wir dann auch schon pennen. Wäre natürlich auch gut. Gut, so, letzte Fuge. Müssen wir leider. Letzte Fuge, dann war's das. La 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 la. Hey, mach mal wieder Licht an. Ich habe Angst hier im Dunkeln. So, dann stellen wir uns hier noch kurz rein, machen hier noch mal schnell eine Fuge. Und dann haben wir genügend Holz eigentlich zusammen. Aber auch wieder gut was geschafft. Wir sind ein bisschen weiter vorangekommen auf der Insel. Wir haben noch einen Außenposten fertig. Haben einen Aloe Vera Punkt gefunden. Haben uns unsere eigenen Dinger gemacht, wo wir uns ein bisschen regenerieren können. Also, dass wir auch wieder ein bisschen Lebenspunkte herstellen können. Nicht nur mit normalen Medikamenten. Meine Güte, haben wir jetzt. Ach, guck mal, ich habe noch einen Snack gefunden. Den essen wir mal. Passt. Guck mal, hier machen wir nochmal das rein. So, jetzt sind wir auch nochmal voll aufgeladen. Ich will einfach nur die Basis da nochmal fertig machen. Und zur Not machen wir uns irgendwann mal einen Tag, wo wir ganz gezielt einfach mal Snacks und Soda besorgen. Ich musste jetzt gerade Begriff suchen, was es war. Das war ja die Soda hier. So. Stöcker brauchen wir, da wir gleich noch ein Lagerfeuer machen. Und nein, bitte jetzt aber nicht meinen Wagen wegschießen. Danke. Ich weiß, dass das nämlich auch passieren kann. So. Da. 2, 4, 6. 7. Oh, war ja. Und hier bitte nicht runtergerollt. 8. Acht, neun, zehn. Ei, der da ist. Komm, ein noch. Wo ist? Hier muss doch noch irgendwo einer sein. Die sind bestimmt hier runter, wa? Nee. Nee, 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 nee. Oh, Manu. Ah. Kurz aufladen. Ich muss noch einen Baum pflanzen für den. Für eine müssen wir nochmal einen Baumstamm fällen. Ich hoffe nur, er fällt dann in die Richtung, wo ich gerade jetzt schaue. Also ich weiß, dass das damals ging, dass du damit zumindest ein bisschen beeinflussen kannst. So, jetzt habe ich einen mehr dabei, ist egal. So, auf geht's! Und dann haben wir Außenposten Nummer 2. Fast wackelt und hat Luft. Und wir sind wieder gut drüber, aber bei solchen Spielen kommst du nicht runter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, du willst ja auch ein bisschen was machen, willst ja ein bisschen vorankommen. Und dann hast du es automatisch, dass du hier gleich zu tun hast. Hörst du auch schon? Ich höre sie schon. Oh, guck mal. Sieht sehr gut aus. Hier haben wir so eine Ecke, wo wir schlafen können. Das ist schön. Dann haben wir. Wir brauchen ein Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer. Das würde ich dann mal. Genau, hier stellen wir es hin. Sehr schön. Und Trockengestell auf jeden Fall mit runter, dahin. Damit wir hier auf jeden Fall uns auch Essen trocknen können. Immer die wichtigsten Punkte hinpacken. Mal, ja. Ja, so passt das. So, ein bisschen rein da. Ja. So. Jetzt können wir nämlich sagen, pass mal auf, wir trocknen auf jeden Fall unseren Fisch. Und Eidechse trocknen wir auch. Und dann trocknen wir noch ein Fl zweimal Fleisch. So. Sehr schön. Dann, boah, wir können ja nochmal Tag machen. Frage ist, wie spät ist es gerade? Ja, komm, wir machen nochmal Tag. Ich würde gerne nochmal unsere Außenbase sehen. Damit wir hier auch nochmal was haben, dann mache ich mir in der Zeit, kann ich mir ja kurz schon mal Feuer machen.
Warte, willst du einen Vogel oder ist da jetzt jemand lang gelaufen? So, und dann machen wir hier ein schönes. Das ist das kleiner. Hier packen wir mal rauf. Packen wir auch nochmal rauf. Zack. Dann sehen wir uns nämlich gleich nochmal hier die Außenbase an. Der Außenposten. Huch. Wisst ihr, jetzt haben wir hier nochmal einen zweiten Außenposten. Sieht gut aus. Mit dem können wir dann auf jeden Fall hier morgen weiter. Und dann geht es in die Richtung wieder weiter zurück. Ich würde die Insel einfach erkunden. Ich muss ja erst mal so ungefähr ein Bild machen von der Insel, Leute. Weil ich habe keine Ahnung. Kein Tau, gar nichts. Das ist mein Problem. Warum? Das war doch gut. Oder ist es schon vergammelt? Ich habe jetzt aber jetzt noch hoffentlich da kein Gammelfleisch da drauf, oder? Jetzt hier Gammelfleisch? Warte mal, jetzt muss ich gucken. Hohe Echse, essbar, 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 essbar. Okay, nee, ist alles essbar. Alles essbar. Wobei ich schon wieder Hunger habe. Aber egal, das können wir dann zur Not in der nächsten Folge lösen. Wir machen hier erstmal. Nee, warte mal, ich mache mir das ja. Das mache ich jetzt noch kurz dazwischen. Ich hole mir das Wasser, pack's in den Schlauch rein und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommi ist immer was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es in diese Richtung weiter erkunden. Wir schauen, was wir noch finden. Und guck mal, vielleicht haben wir nochmal Glück für auf ein Wildschwein, weil ich werde speichern, werde da hinten nachher nochmal gucken dann mit euch, ob wir da nochmal ein Wildschwein finden, damit wir auch die Rüstung endlich bekommen, dass wir uns auch in den hohen Norden begeben, um dort auch weiter dann herumzustöbern. Also ich müsste die Insel noch ein bisschen kennenlernen, will noch gucken, wo wir noch was haben. Und dann müssen wir uns noch überlegen, ob wir uns ein Bild machen, wo wir dann sagen, dies, dort, jenes ist, da gibt's dies, da gibt's das, da gibt's jenes. Super, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao.